Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere zusammen mit niemandem. Wir spielen Greuther Fürth. Das ist richtig, richtig nice, denn wenn ihr das letzte Video verpasst habt, rechts oben beim i unbedingt vorbeischauen. Es war so, so spannend. Ich habe es gerade hier vor diesem Video aufgenommen und kann dementsprechend natürlich nicht auf euer Feedback, eure Kommentare eingehen, aber ich hatte so ein cooles Erlebnis. 2:0 gewonnen im DFB-Pokal und boah, ihr müsst unbedingt vorbeischauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ansonsten freue ich mich natürlich wieder über fleißig Likes. Das heißt, wenn euch dieses Video gefällt, unbedingt liken, wenn wir hier wieder 50, so genau, Likes drauf bekommen, wäre das mega nice. Also strengt euch an, gebt alles. Ich würde mich super freuen, auf dem FIFA-Video so ein Feedback zu bekommen. Dann wird es natürlich auch dementsprechend mehr Folgen geben. Ansonsten würde ich sagen, starten wir heute die Rückrunde. Wir fangen hier an mit dem Spiel gegen Erzgebirge Aue. Ja, mal gucken, was dann noch passiert. Also wir wollen natürlich die neuen jungen Talente mal ein bisschen trainieren. Vielleicht kommen ein paar neue junge Talente auch rein. Vielleicht haben wir auch schon die DFB-Pokal-Auslosung. Vielleicht sehen wir schon, gegen wen wir spielen. Etc. etc. Also wir schauen einfach mal rein. Ich würde sagen, let's go, wir starten. Nice. So, wir können nämlich jetzt wieder auf Training drücken. Und theoretisch könnten wir jetzt dann doch die jungen Spieler hier, genau, Nachwuchs, den kann ich jetzt theoretisch trainieren. Jetzt ist die Frage, auf was trainiert man den denn am besten? So, und wir simulieren einfach, ich habe keinen Bock, das alles selber zu machen, das würde den Rahmen des Videos auch sprengen. Und wenn wir das jetzt ein paar Mal üben und trainieren, vielleicht bringt das dann auch wirklich was für diese Nachwuchsspieler. Ja, ansonsten, tabellemäßig, da habe ich ja letzte Folge schon was zu gesagt. Wir haben es halt jetzt leider verkackt in der letzten Folge. Wenn wir nochmal drauf gucken wollen, Karlsruhe SC, gegen die haben wir verloren, die sind mega weit natürlich unten. Jetzt spielen wir gegen den letzten Platz, Aue, das wusste ich schon, die sind irgendwie nicht so gut. In echt sind die richtig gut, aber hier sind die irgendwie, ja, keine Ahnung. Und dementsprechend erhoffe ich mir natürlich einen Sieg hier und auch die Tordifferenz. Unsere Tordifferenz ist die schlechteste, also guck dir das mal an. Also die ersten vier haben eine Tordifferenz von mindestens über 15, also 26, 20, 15, 16. Und dann kommen wir mit 4 plus quasi an. Also pff, das ist schon echt nicht so geil. Deswegen müssen wir eigentlich jetzt gegen so jemanden Gas geben. Nach dem Spiel haben wir dann auch das Ergebnis, gegen wen wir im DFB-Pokal ran müssen. Von daher eigentlich ganz geil. Was mir jetzt auffällt, Steininger wollte spielen und deswegen lasse ich Steininger auch spielen. und weiß nicht, also Caligiuri ist halt so ein bisschen so ein Problem. Ne? Also man kann theoretisch Jäckel in der Innenverteidigung spielen lassen, das hat Fürth auch gemacht und dann Sapai halt hier rein. Ich denke, so werde ich es jetzt mal lösen. Keine Ahnung, wir probieren es aber aus. Also einerseits ganz geil, dass ich die B11 auch mal spielen lassen kann. Andererseits habe ich so das Gefühl, wenn ich die überhaupt nie spielen lasse, dann ja, spielen sie halt nicht. Und wenn ich die mal spielen lasse einmal, dann mucken die mal auf und wollen noch öfter spielen. Okay, die haben in 17 Spielen 11 Tore erzielt. Also ich habe echt nicht wirklich Angst vor denen, sage ich dir ganz ehrlich. Okay, wenn die so weiterschießen, dann finde ich es in Ordnung. Guck mal, das ist ein Kotzen, ne? Jetzt. Jetzt, durch Glück komme ich durch. Durch Glück komme ich durch. Und durch Glück ist er drin. 1:0 Parker. Yes. Nice one. Richtig gut. Ah, ich habe es gerade schon die ganze Zeit angesprochen. Also, ich komme irgendwie nicht durch. Nicht im letzten Ding. So, und das nervt mich. Und jetzt ein bisschen Glück gehabt. Und dann, ja, die Flanke, die sitzt. Nice one. Erste Halbzeit ist geschafft. Perfekt. Okay, das ist nicht geil. Er ist drin. Er ist... Ich habe so darauf gehofft, dass der Ball nicht reingeht. Weil es ist halt genau das, was ich sage. Eigentlich habe ich überhaupt keine Angst, gegen die zu spielen. Die spielen so schlecht. Und dann mache ich so eine Scheiße. Das ist wieder selbst zu verschuldender Dreck einfach nur noch und es nervt. So, was ich jetzt definitiv mache, ist wechseln, wechseln, wechseln.
Denn durch diese wunderbaren Wechsel habe ich wieder ein paar neue, frische drin und vor allem bessere Spieler. Oh Mann, ey, jetzt gibt's das nicht. Jetzt haben wir nur noch 15 Minuten Zeit wegen so einer drecksverkackten Kacke, ohne Spaß. Guck mal, wie schlecht die sind und was macht der? Ich hab nach hinten geköpft. Das machen die halt richtig dicht. Komm. Ja, verdammt. Yes. Keine Ausdrücke hier, ja? Nicht fluchen, aber ja, Mann. Scheiße, ist das geil. Ey, ich hab richtig Schiss gehabt und ich hab immer noch richtig Schiss, dass ich den Ball nicht reinkriege und echt hier nicht die 3 Punkte mitnehmen. Aber ich habe es geschafft und boah, es ist so wichtig. 3 Minuten Nachspielzeit und jetzt kontern die nach dem verfickten Freistoß schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt schaffen die es zu kontern oder was? Pfeift ab. Ja, ich habe ihn gut rausgedrängt, dadurch pfeift er ab und das ist so nice und so wichtig. Puh. Alter, das nervt mich. Stefaniak eingewechselt, hat's dann doch noch rausgerissen. Nice. Nice, nice, nice. So, Leute, wir haben die Auslosung hier vorliegen. Unser nächstes DFB-Pokalspiel ist gegen Rasenballsport Leipzig. Ja, Leipzig ist unser nächster Gegner und ja, was willst du machen, ne? Guck mal hier, Leute, unsere Freunde aus Nürnberg, die haben nicht gewonnen. Die haben einen Unentschieden gespielt, soweit ich das erkennen kann. Die hatten vorher, glaube ich, 31 Punkte. Und deswegen sind wir jetzt vor Nürnberg. Und ja, wir haben natürlich immer noch Abstand auf Platz 3. Um genau zu sein, 6 Punkte, das heißt 2 Spiele und eine Menge Tordifferenz. Das heißt, ich müsste mehr als 2 Spiele, mehr als Hannover gewinnen. You know. Um tatsächlich überhaupt Relegation zu spielen. Dann ist nochmal ein Punkt auf Bochum auf Platz 2. Also Aufstieg, boah, weiß ich nicht, ob wir das noch schaffen. Ich meine, wir haben jetzt noch eine ganze Rückrunde vor uns. Aber wir haben natürlich jetzt gegen Aue gespielt. Es kommen natürlich ganz, ganz viele stärkere Gegner auf uns zu. Der Spielplan ist immer noch, ja, relativ eng, sage ich mal. So dass unsere Spieler nicht immer fit sind. Das heißt, wir müssen dann doch das ein oder andere Mal, wie wir jetzt auch gerade schon rotiert haben, wechseln und mit der B11, ja, hat man gesehen, wird eng. Wir schauen einfach mal, wie es weiterhin läuft, aber das ist schon mal ganz nice. So, wir machen aber das gleiche Training nochmal. Wir ziehen das jetzt durch. Hoffentlich können die sich richtig, richtig gut verbessern. Also, sie haben ja ein gutes Potenzial. Okay, ja gut, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Das hasse ich immer. Aber man muss natürlich gucken, ob die noch Verträge haben. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich handle gerade richtig und fliege. Also ich bin ein richtiger Gauner, so ein richtiger Abzocker. Und da sind wir echt weit entfernt, sagt er. Deswegen sinkt auch irgendwie mein Trainerwert. Wir haben hier einen Profit irgendwie nur von 500.000 oder so. Ja, keine Ahnung, wir haben halt irgendwie zu viele Ausgaben. Da müssen wir mal gucken, dass wir die zurückschrauben. Machen wir hier 9 Monate. Also den Scout schicken wir nochmal los. Sofern die anderen fertig sind und der dann auch, also wenn die dann alle fertig sind, die Jugendakademie-Ziele erreicht, das heißt, ich muss da kein Geld mehr für ausgeben. Das heißt, ich müsste dementsprechend kein Geld mehr dafür ausgeben, für das Scouting und so. Und kann dann andere Sachen machen. So, dann haben wir eigentlich das Spiel gegen St. Pauli. Wir gehen kurz in die Pressekonferenz, das habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. Natürlich jetzt schlecht, wenn man nichts hört, aber ist ja egal. Gegen Aue war es sehr knapp am Ende. Wie geht Ihre Mannschaft da in dieses Spiel gegen St. Pauli? Das irritiert uns in keiner Weise. Also wir gehen da professionell natürlich ran, so wie er das sagt. Vor allem, weil wir jetzt mit der ersten Elf spielen, also mit meiner A-Elf quasi. Und sie hat es gerade schon angesprochen, oder derjenige, der es gefragt hat. Ich habe es ja nicht gehört, wer es war, aber wir haben gegen Pauli 4-0 letztes Mal gewonnen und das können wir natürlich jetzt wiederholen. Können. Die sind auch auf Platz 6, die sind auch gut. Mal schauen. Wenn wir da jetzt verkacken, der rennt schon mal komplett alleine aufs Tor zu. Ja, und macht ihn rein.
Digga, das gibt's nicht. Die erste Chance. Er ist drin. Ja, wir spielen übrigens mal wieder zu Hause. Also vielleicht hören wir die Torhymne noch ein paar Mal, hoffentlich. Also wir müssen sie jetzt mindestens zweimal noch hören. Und das auch mal souveräner. Jetzt Harvard Nielsen. Vorhin angesprochen, dass der lange kein Tor mehr gemacht hat. Jetzt macht er's. Jawohl, die Torhymne können wir hier zum ersten Mal wieder hören. Und der Regen geht los draußen. Ihr wisst aus der letzten Folge, da hat es geschüttet wie die Sau, man hat es gehört. Und jetzt geht er wieder los. Perfektes Timing. Torhymne, Regen, Tor. Harvard Nielsen. Boah, war das knapp. Boah, war das knapp. Und da ist das 2-1 für St. Pauli. Alter, ich kann so schlecht gegen die verteidigen gerade. Das ist unglaublich. Also, ja, ich komme da nicht hinterher. Kurzes Eck. 2-1, also noch zweimal müssen wir die Torhymne hören. Oh, mieses Foul. Bitte eine Karte. Bitte eine rote am besten. Er gibt gar keine. Lol. Alter. Er pfeift nicht mal Freistoß. Digga, ist das häselig. Gut, wenn sie Scheiße machen. Ja, jetzt ist er wieder drin. Was soll ich da machen? Was? Er kommt halt zum Schuss, der Torwart lässt ihn wieder zurückprallen. 3-1. Ja, Game Over kann man schon fast sagen. Oh, Leute. Ey, das gibt's nicht. Gib ihm doch jetzt eine Karte, Mann. Das bringt halt jetzt auch nichts mehr, aber die ganze Zeit am Faulen und ich kann ja halt keinen Freistoß jetzt. Das ist halt so nervig. Guck mal, wie die hinten drin stehen. Guck dir das an. Und die ganze Zeit werde ich gefoult. Ohne Müll. Ja, Mann. Harvard Nielsen. Ich kann mich gar nicht richtig freuen. Yes. Leute, Leute, Leute. Es ist immerhin das 2-3. Es ist noch was möglich, hier ein Unentschieden wenigstens rauszuholen, aber... Es ist so schwer. Es ist so schwer. Es geht halt auch nicht mit anständigem, schönen Fußball. Man muss halt in FIFA, und sorry, dass ich jedes Mal, wenn ich FIFA aufnehme, hate, aber es ist einfach so. Man muss halt in FIFA, um ein Tor zu machen. Auch in der Karriere, auch wo man realistisch einfach eine Karriere machen möchte, ein Dragback machen. Und das finde ich halt scheiße. Ohne Übersteiger und Dragback geht gar nichts. Aber mit Harvard Nielsen geht was. 3-3. Jetzt kann ich mich wieder freuen. Ui. Wie geil. Das ist ja nice. Das ist der Ausgleich. Und es ist noch nicht vorbei. It's not over now. Ah. Als ob der nicht drin ist. Ich habe schon aufgegeben. Ich habe schon gedacht, ja, St. Pauli überholt mich, Nürnberg überholt mich, alle überholen mich, weil die jetzt dann doch plötzlich wieder stark sind. Ich verstehe es nicht. Kann mir das jemand erklären? Muss es sein, dass in jedem Spiel 100 Tore fallen? Ja, Burchard hat ihn, Gott sei Dank. Sonst wäre es hier wahrscheinlich noch gefallen. Ja, der Schiri pfeift natürlich immer noch nicht ab. Kriegt nochmal eine gelbe Karte, auch gut. Es geht einfach weiter. Jetzt ist der Abpfiff. 8 Minuten Nachspielzeit, kann man mal machen. Und 3-3, nicht gewonnen, nicht verloren. Tja, was soll man dazu sagen? 3 Schüsse, 3 aufs Tor. 3 drin. Nürnberg gewinnt 3-0. Das heißt, die überholen uns auf jeden Fall. Und damit sind wir wieder auf Platz 5. Und
genau das ist eingetreten, was ich eigentlich nicht will. Ich kann oben nicht gut anknüpfen und ja, ist alles kacke. Und jetzt sind 2 Tage vergangen. Habt ihr das gesehen? 2 Tage. Wie soll ich jetzt nochmal spielen? Ich muss natürlich jetzt die B11 wieder rannehmen. Und das kann wieder was werden, Leute, ich sag's euch. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Falls sie euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Es war eine stressige Folge. Ja, gegen St. Pauli jetzt kein super Abschluss. Gegen Aue war es auch ziemlich knapp. Und diese ganze Transferphase hat mich sowas von angestrengt. Ich habe so viele Sachen immer nebenbei erledigen müssen, auch wenn ihr das die ganze Zeit wahrscheinlich nicht mitkriegt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Danach spielen wir dann gegen Regensburg. Die sind ein bisschen weiter unten. Vielleicht ist da was möglich. Und danach, weiß ich gar nicht, gegen wen wir spielen. Können wir mal kurz nachschauen. Perfekt, Leute. Wir spielen direkt. Und das ist richtig nice. Wir spielen direkt, 2 Tage danach gefühlt gegen Leipzig im Pokal. Das heißt, wir haben direkt wieder einen Pokalkracher. Dann wieder nur 2 Tage, dann spielen wir... Ach, das ist so nervig, Leute, ohne Spaß. Ich weiß gar nicht. Ich kann euch jetzt nicht fragen, weil ich die wieder direkt im Anschluss aufnehme. Aber wenn ich mal auf die Tabelle gucke zum Beispiel, also wir spielen jetzt gegen Regensburg, okay. Dann Pokal gegen Leipzig. Also gegen Regensburg muss ich mit der Zweitmannschaft ran schon wieder. Das ist schon wieder nervig. Dann gegen Pokal in Leipzig kann ich mich entscheiden zwischen Zweitmannschaft oder A-Mannschaft. Wobei ich eigentlich für A-Mannschaft tendiere, weil die dann doch ein bisschen fitter ist und vielleicht auch besser. Aber dann kann ich halt 100% gegen Hannover nicht mit der A-Mannschaft spielen. Und Hannover ist so, so wichtig zu gewinnen, weil wir sind quasi ja direkt hinter denen. Also wir müssen eigentlich gewinnen. Also es ist schon alles wieder so nervig und scheiße. Aber wir machen das auf jeden Fall. Wir kriegen das alles hin. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.